Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer Meditation zum Thema Ostern. Mach's dir erstmal auf irgendeine Weise gemütlich. Geh in eine aufrechte Sitzposition oder leg dich hin. Wenn du soweit bist, schließ die Augen. Geh noch mal kurz durch deinen Körper durch. Ob es irgendeinen Körperteil gibt, was noch entspannter sein könnte. Versuch, deine Gedanken so ein bisschen wegzuschicken. Versuch dich so für einen Moment auf diesen Zwischenraum zwischen Gedanken zu fokussieren. Diese Leere zwischen zwei Gedanken. Nun, es ist ein sehr verrücktes Jahr. Entsprechend verrücktes Ostern natürlich auch. Überleg mal einen Moment. Also jetzt unabhängig von dem ganzen, weiß ich nicht, religiösen, das würde uns hier gar nicht groß interessieren. Überleg mal, was für dich so Ostern ist, wenn wir mal überlegen, dass es ja von der Symbolik her so eine Story ist von, dass irgendwas stirbt oder scheinbar stirbt oder ja, es irgendwie ein weniger gibt, um dann sozusagen explosiv wieder ins Leben zu kommen und zu wachsen. Ist das irgendwas, was du kennst, dass du das Gefühl hast, du gehst durch so einen, ja, Verlust durch, vielleicht auch psychischen Verlust, also an psychischer Kraft, vielleicht so zeitweise. Und kennst du das auch schon aus deinem Leben, dass es dann plötzlich gekippt ist in was total Positives? Oft ja dann so am dunkelsten Punkt, wenn es so kippt.
Wie ist es im Moment? Wie geht's dir gerade? Wo bist du in so einem Zyklus? Und wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt auch, was ja glaube ich viele Menschen gerade sind, vielleicht nicht so ganz toll drauf, kannst du glauben, dass es kippt in was Positives? Für dich zumindest? Dass sich Wünsche plötzlich erfüllen, dass Frieden einkehrt, in deiner Blase zumindest. Weil es ist wirklich wichtig, dass du dran glaubst für dich. Zumindest, dass du die Ressourcen hast oder um Hilfe bitten kannst oder auch eigene Kräfte hast, von denen du weißt, ja, meine eigene Gestaltungskraft, meine eigene Gestaltungsfähigkeit reicht aus. Ich weiß zwar nicht, in welchem Zeitraum, aber reicht aus. Dass Dinge sich ganz plötzlich ins Positive wenden können. Wenn du es im Moment nicht fühlen kannst, alles okay. Zwing dich da nicht zu. Dann wäre so ein bisschen die Frage, kennst du es aus deinem Leben? Sich kennt, glaube ich, jeder Situation, wo Dinge ganz plötzlich gut wurden. Und versuch mal, diese Freude und diese Schwingung davon zu spüren. Bleib dann einfach noch einen Moment einfach bei dir, in deiner eigenen Stille. Finde so für diesen Moment den Frieden in dir. Und freu dich auf den Frühling, was auch immer Frühling für dich heißen mag. Freu dich auf den Frühling in einem übergreifenden Sinne. Und wenn es dir schwerfällt, dann tu einfach so, als wenn du dich auf diesen Frühling freust. Ich wünsche dir wunderschöne Ostern. Und dann nimm dich langsam zurück. Geh wieder raus aus dieser Meditation. Mach sie gern öfter. Locker dich. Mach dich wieder richtig wach. Körper wach, dein Geist ist vielleicht schon wach.
Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer du das hörst.